Auch die Kinder hatten ihren Spaß, wie hier beim Kinderschminken oder beim Bungee-Jumpen. Ganz kurze Frage, was macht ihr da? Traumfänger oder? Traumfänger, genau. Je nachdem, wie schön man das baut. Wir haben Traumfänger gleich fangen wir an, Gesichter zu beschminken. Und manchmal haben wir sogar Singerunden im Kreis. Ja. Ihr seid Pfadfinder, ja? Ja. Und habt hier einen Stand, die neuen auch im Fest der guten Laune? Genau. Ah, ja. Ja. Und sucht ihr auch noch neue Mitglieder, oder? Ja, selbstverständlich. Wir suchen immer neue Mitglieder. Gerade im Wölflingsbereich von 6 Jahre bis 11 Jahre suchen wir Kinder, die Lust haben, ein bisschen was zu erleben, zu spielen, auch den Wald kennenzulernen und vielleicht irgendwann mal solche Zelte aufbauen zu können. Wigwam sind die Indianer, oder? Ja, Wigwam sind die Indianer. Wir haben Jurten und Koten. Das ist aha, zum Beispiel eine Jurte. Interessant, ja. Ja. Wie lange dauert das, sowas aufzubauen? Och, wir haben das durch Übung kriegt man das so in einer halben Stunde gut hin. Bei weniger Übung dauert es länger. Und je nachdem, wie kompliziert man das noch aufbaut, man kann auch mehrere Stockwerke anbauen und ganz tolle Dinge draus machen, dann dauert es natürlich viel länger. Was kann man sonst noch Gutes lernen bei den Pfadfindern? Ja, man kann natürlich Feuer machen, genau, Viren man kann erleben. Feuer machen, man kann geheime Zeichen im Wald legen, so sogenannte Waldläuferzeichen, man kann Strickleitern bauen, man kann Tiere an dem Geräusch erkennen, man kann und Lieder singen, ganz viele Lieder lernen, Liedkultur. Das hört sich sehr interessant an. Vielen Dank. Bitte, bitte. Danke.